Okay, so, da ich nicht speichern kann mitten im Dungeon, dann würde ich mal sagen, wir machen hier weiter, bevor ich hier noch alles nochmal von vorne anfangen muss, das ekelhaft ist. Okay, so, herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda A Link Between Worlds. So, wir machen uns auf den Weg zum Boss und nachher gibt es vielleicht einen kleinen Schnitt, wo ich danach sozusagen Feierabend mache für heute. Oh Gott, es ist das Magma-Auge. Vereist. Es ist schon tot. Okay, so. Fire! Burning, 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 baby, burning, burning. Oh mein Gott. Detektor! Burning, baby, burn! Oh, wir haben ihn getroffen. Nein! Burn! Ah, oh. Halt! Halt! Halte ein! Mein Bubelein! Lauf nicht weg! Ich bin doch freundlich! Ich bin freundlich gesonnen! Okay, geh wieder in der Mitte und it's ice time! Ey, wo geht er hin? Wo gehst du hin? Wasser, Baby, Baby! Burn, 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 burn! Nicht ich, burn! Okay, keine Ausdauer mehr! Wasser! Doof gelaufen. Was? Keine Ausdauer. Bin ich vereist? Klasse. Ich komme. Ja, flieh. Flieh. Der erinnert mich ein bisschen an Phalanx von Demon's Souls. Was? Oh, er wird rot. Jetzt wird er aber ein bisschen. Oh oh. Hat er jetzt einen größeren Brocken? Mann, Mann, Mann. Was soll? Nein! Oh, nicht so viel auf einmal. Was? Lauf! Ui, 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 ui. Was? Nochmal! Nein! Noch jetzt! Achso, du bist schon wieder draußen, ne? Haha, ja, da siehst du aber wieder blöd aus, mein kleiner Freund. Haha. Ah, komm. Nein, sei brav. Jetzt geht er wieder in die Mitte. Und wir laufen im Kreis, wir haben Schlittschuhe an, wir können es machen, wenn er nicht abhauen würde. Ups, ich bin voll ins Eis gelaufen, warum treffe ich ihn nicht? Oh Mann! Mitte. Feier! Feuerzeug! Hui! Ja, komm her! Wusste! Yes! Burn, baby! Warum kann ich dich nicht nach unten fangen lassen? Ah. Was, das war's schon? Okay. Ja, also ich würde, wenn ich euch wäre und hier angelangt bin, nur mit dem Feuer spielen. Ich habe jetzt gefühlt, das Feuer hat jetzt ein bisschen mehr Damage gemacht als das Schwert. Und ja, die Frage ist immer noch, wo befindet sich das letzte Mastererz? Und der letzte Weise haben wir gefunden. Wir haben ein Herz mehr. Yeah! Der letzte Weise! Okay, wir sind alle zusammen, außer Zelda. Sie fehlt noch. Sie ist auch in Lorule, in der Hand von Yuga Ganon. Hey, das kann doch nicht. Bist du es, Herz? Jetzt ist es aus raus. Ich bin einer der sieben Weisen. Was denn? Du bist überrascht. Jedenfalls sieht so aus, als wäre alle versammelt. Dann lass uns das Triforce des Mutes überreichen. Damit hast du nun die Kraft, Yuga zu besiegen. Wenn es jemand schaffen kann, Hyrule zu retten, dann du. Kein Zweifel. Also los, nimm es an dich. Ich habe die Macht. Okay, Moment. Ich habe jetzt das Triforce des Mutes und das Triforce des Wissens. Habe ich auch schon? Aber niemand hat gewusst, dass er ein Weiser ist. Aber sie haben gewusst, was sie jetzt machen müssen. Ist klar. Okay, so, wir haben... Wir haben das Triforce des Mutes erhalten. Ausgezeichnet. Oh, es glänzt. Es glänzt, die Macht ist stark. Okay, was war das denn jetzt?
Oh yeah! Du. Oh, Musik. Oh, und endlich können wir nicht mehr. Die Menschen können stolz drauf sein, einen Helden wie dich unter sich zu wissen. Ich hoffe, dass du nun endlich die missgünstigsten meiner Untertanen das anerkennen. Du hast dich also wahrer Held bewiesen. Ich bin stolz auf dich. Der Rosso, danke. Unsere Kraft soll dir gehören. Rette Hyrule. Rette die Prinzessin. Mach ich. Und ich werde sie zur Frau nehmen. Tert, bitte, komm heil wieder zurück und lass uns heiraten. Alles klar, ja. Monogamie halt. Du bist also der Held. Es ist etwas peinlich, dass ich angenommen hätte. Ich wäre es. Oh, Götter von Hyrule, steht unserem Helden herbei. Grii, du hast geschafft, Tert. Jetzt kann ich meinen Vater keine Schlafwitzmann nennen. Naja, vielleicht doch. Wir haben es geschafft. Wir gehen langsam auf das Triforce des Mutes zu uns. Ich will die Macht erhalten. Die Macht, die Zukunft zu verändern, ins Böse zu stürzen. Okay, wir haben das Triforce des Mutes. Und ich glaube, jetzt haben wir zwei in unserem Körper. Zert, Held von Hyrule. In dir ruht die Kraft der Götter. Du hast die Macht, Yogas finsterne Pläne aufzuhalten. Begib dich nun in die andere Welt und suche Schloss Lorule auf. Du hältst unser altes Schicksal in Händen. Ich werde für dich um Prinzessin Zelda beten, auf dass ihr unversehrt zu uns zurückkehren möget. Ja, aber zuerst werden wir vielleicht noch was anderes tun. Ja, wir haben noch Zeit. Ja. Das Projekt ist unbegreiflich lange. Eigentlich nicht, aber egal. Gut, so, Speichern abgeschlossen. Wie wäre es mit einer Pause? Okay, machen wir eine Pause. Okay, genug Pause gemacht. Okay, ich würde jetzt eigentlich gerne weitermachen. Aber das Problem ist, es gibt ein paar Sachen, wo ich nicht weiß, wie ich das begreifen soll. Aber, jo. Das Ende ist nah und ich bin gerade süchtig danach, es zu beenden. Ich will ihn besiegen. Ins leere Haus, weil wir gelangen zum Schloss. Hier ist wieder Irenes Besen-Taxi-Service. Ein Weg nur 9.900 Rubine. Ach komm schon, du fliegst natürlich umsonst. Hab ich schon gedacht. Boah, 9.999. Okay, Moment. Nein, eins können wir nur machen. Und zwar im Dorf der Verbannten war das, glaube ich. Aber wir kommen noch von... Nein, wir kommen auch von hier aus noch dahin. Hallo, Buddy! Autsch. Wir müssen jetzt nämlich zur Donnerbombe gelangen, weil da noch etwas Schönes auf uns wartet. Ja. Oh, Schatzhorn. Verdammt! Schweinerei! Hallo! Ja. Wo ist denn hier die Donnerbüchse? Ah, da ist die Donnerbüchse. Denn wir müssen noch einen schönen Abgang halten hier unten. Hallo, du geile Fee. 200 Rubine, bitteschön. Deine Großzügigkeit füllt mein Herz. Wie viele Rubine habe ich jetzt schon mal eingesteckt? Ja, mir meine Herzen hier. Ja. Aha, 200. Komm schon. Bitte bleib diese Quelle treu. Hallo, die Treue, diese Quelle ist kacke. Da muss man zahlen, dass man geheilt wird. Das, was möchtest du tun? Ja, 200 Rubine mal reinschmecken, ja. Bitte bleib diese Quelle treu. Ich segne dich, mein lieber Freund. Oh, was macht denn die Fee? Ja, was wollen wir tun? Wir schmeißen natürlich wieder mal 200 Rubine ein. Ja, das ist so eine... bitte bleib diese Quelle treu. Mann, wie lange geht das noch? Wie viel Geld habe ich hier schon reingeschmissen? Ich glaube, ich muss 3000 Geld hier reinwerfen. Möchtest du Rubinenquelle werfen? Ja, bitteschön, Nummer 200.
Oder mache ich jetzt gerade einen Fehler und verprass all mein Geld? Das könnte auch sein. Oh mein Gott, so viele Feen, so viele Feen. Boah, die Quelle quellt über. Okay, immer noch nichts. Wir versuchen es nochmal. Es werden immer mehr Feen, das Übel. Ich find's geil. Bitteschön, 200 Rubine. Das zieh dich aus, meine Dame. Ah, dank deiner Hilfe bin ich schon so viel größer geworden. Bitte nimm diese Flasche, möge sie dir auf deinen Abenteuer hilfreich sein. Jawohl, wir haben die letzte Flasche noch erhalten und zwei Items fehlen uns noch. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Sehr wahrscheinlich das Bienenteil, was wir noch machen können. Die goldene Biene hier für 9.999 Rubin. Yeah, ich habe sie gefangen in eine Flasche. Okay, also zwei Items fehlen uns noch. Ich weiß, es gibt noch ein Abzeichen für die Bienen. Ob das hier in dieses Inventar kommt, weiß ich nicht. Und dann gibt es ja noch diese Tränke. Stimmt, man hat hier gar nicht genug Platz, alles mal dabei zu haben. Komischerweise. What's up, Justa? Okay, so, was können wir noch tun, bevor wir in den Abschluss dieser Serie kommen von The Legend of the... Ach so, stimmt. Come on, buddy! Come with me, come with me. Ich weiß nicht, ob wir noch auf die Suche gehen sollen von den restlichen Maimais. Irgendwie ein bisschen anstrengend, das zu tun, habe ich ein Gefühl. Oh, aber wir können hier noch rein. Was haben wir hier? Eine Schatzkiste. 100 Rubine, okay. Oh, wir haben gerade sehr viel Geld ausgegeben. Das ist sehr, sehr, sehr cool von dir. Okay, so, ich habe einen komischen Bedacht, dass ich irgendwo komischerweise das Mastererz bekomme, wo ich aber kein Plastikschiff habe. Wo? Wir haben, glaube ich, erst eins. Kann man das irgendwie nachsehen? Items? Nein. Status? Geschärftes Master noch mächtiger als die ursprüngliche Form. Ich weiß. Ja, ein Meisterschwert haben wir. Okay, da gibt es noch ein zweites Gewand. Pegasus, da fehlt uns auch noch was. Was ist das überhaupt? Ach so, die Schriftrollen sind. Ja, ich weiß nicht. Da kommt noch was rein. Und das können wir verbessern und da gibt es auch noch was Neues. Good question. Maybe it can be that we have to go a lot of places next part und noch nicht fertig sind. Und ich, ja, ich will das doch schon nicht einfach nur so durchraschen. Jetzt haben wir die Macht, diese großen Steine zu werfen. Okay, Moment. Ich glaube, irgendwas könnte noch in Hyrule sein, oder? Irgendetwas. Was unter den Riesensteinen ist. Okay, da haben wir ja das andere Zeug gebraucht. Ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Okay, wir können nochmal zu Maimai gehen. Wenn ich vielleicht endlich mal so ein Teil finde, wo ich porten kann. Danke. Mal zum Mama Mai Mai und mal sehen, was sie so für uns hat. Denn wir haben ja jetzt die 50 Mai Mais erhalten. Vielleicht können wir jetzt unseren Bogen endlich mal auf das letzte hinaus verbessern. Okay, so, yeah, ich bringe deinen Nachwuchs. Bitteschön. 50. Bist du so frei? So gerne ich dir auch hier mit so... Wieso? Wieso? Warum tut sie das? Okay. Das war wohl ein Schuss in den Ofen, wie Team Rocket immer sagt. What's up? Ah ja, die gute Frage ist jetzt nur... Was kann ich in dieser Zeit jetzt nur machen? Ich weiß jetzt gerade nicht, was mir dementsprechend noch fehlen würde. Also, wo ich es holen kann. Ich weiß nicht. Ich habe nie das vierte Mastererz gefunden. Blödischerweise. Irgendwo sollte das noch stecken. Ich habe keinen Plan. Wo? Da oben waren wir auch fast nie, oder? Vielleicht sehen wir irgendwas auf der Strecke hier. Und
Ich komme dann auf einen guten Spur. Komm mal. Oh, bist zu fett hier. Stirb! Okay, Moment. Da war noch was. Da können wir runterspringen. Okay. Bombs. Ansonsten machen wir somit einfach mal Feierabend, Freunde. Danke, ja. Ist jetzt ein bisschen Zeitvergeudung hier irgendwie. Aber irgendwie. Ah, da oben ist mein Mai. Das heißt, wir kommen hier irgendwo hin. Wir können hier irgendwo rein. Ja, Moment. Nee, Moment, Moment, Moment. Wir müssen doch da rein. Da können wir doch nochmal rein. Hier gibt's noch was Spezielles für uns, oder? Ich meinte, hier gibt's noch was zu holen. Moment, Moment. Ich werde noch. So. Oder, Moment. So, du kommst da hin, du kommst da. So. Gut. Ich glaube, hier können wir noch was machen. Glaube ich jetzt mal zumindest. Das ist die Schriftrolle. Da können wir mal anzünden. Nicht anballern, anzünden. Oh mein Gott, so viele Vasen. Oh, und sie sind immer wieder hier, wenn ich rausgehe. Cool. Also irgendwas gibt's hier, glaube ich. Irgendwas. Aua. Anker. Was kann man hier holen? Oh mein Gott. Irgendwas gibt's hier, meinte ich. Denn hier konnten wir, glaube ich, noch nicht ganz so ran hier. Ja, okay, so. Nein, nicht ballern. Mann, Mann, ich baller immer. Okay, wir kommen hier so ran? Ach so, das war halt... klar. Okay, jetzt ist alles klar, warum. Ah, nochmal anzünden. Wir gehen mal weiter. Was war das? Geister. Okay, hier passiert auch gar nichts mehr. Hier sind die Schalter gewesen. Gehen wir mal rein. Ja, schau mal. Und das sind wir jetzt schon mit der Kirche? Ah. Das habe ich nicht gewusst. Moment mal. Was sagst du? Du hast Ceres getroffen? Meine Tochter lebt also. Denn Gott sei Dank. Solange sie nur lebt, bleibt mir die Hoffnung, dass ich sie eines Tages wiedersehen darf. Danke, Ted. Wie hast du das geschafft? Ja, schau mal her! ich bin gut. Okay, so. Licht? Wie lange ist es her, seit ich in dieser Kirche das letzte Licht entzündet wurde? 3 Jahre? Die Welt wurde verwüstet und die Menschen haben ihren Glauben verloren. Niemand kommt mehr hierher. Dieses Reich ist verloren. Das Ende ist nah. Nein, es ist nicht, Alter. Die Menschen, sie haben ihr Vertrauen in die Götter verloren. Es bricht mir das Herz. Okay. Wenn du meinst, warum nicht? Wer ist denn? Oh mein Gott. Was gibt das? Okay, ich will Geld. Moment mal. Wie kommt man da hin? Was für eine Kirche ist das? Nein, ich habe was gesehen. Ich muss jetzt irgendwie... Nein. Nein, es geht nicht. Geht nicht. Herd. Nö. Geh zurück. Okay, vielleicht ist da das Masterz. Das werde ich mir ergattern. Das heißt, ich muss, glaube ich, hier raus. Und da einen großen Stein. Was ist jetzt los? Der Zelt von Hyrule. Du befindest dich hier an einem Ort, der einst heilig war. Doch sieh nur, was jetzt daraus geworden ist. In der Nähe allerdings gibt es etwas, das dir auf deiner Reise von Nutzen sein kann. Du solltest danach suchen. Dies sind die Worte von Hilde von Lorule. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Mädels, ganz ruhig. Okay, sie wollte mich drauf aufmerksam machen. Auf das schöne Mastererz. Jetzt muss ich hier rein. Du greifst mich... Hey du, kannst du mich jetzt mal sehen? Seit 10 Jahren hat jetzt niemand mehr mit mir gesprochen. Oder sind das schon 20? 30? Es ist auf jeden Fall verflixt lange her. Ich war hier der Totengräber, aber es gibt schon lange keine Gräber mehr.
um die mich kümmern kann. Ich hatte immer das Gefühl, wenn die Gräber in Ordnung sind, ist auch die Welt in Ordnung. Ein schönes Gefühl war das. Ja, früher. Aua! Ah! Willst du nicht auch rüber ins Jenseits kommen? Es ist gar nicht so schlecht hier, keine Monster, keine Gefahren! Haha, nur ein Witz, ein Witz! Ja, ein schöner Witz. Noch ein Bautz. Irgendwo ist hier ein Mai Mai. Oh mein Gott! Take this! Ah, fucking Ghost! Yay! Ja, Moment, wir speichern nochmal schnell, bevor wir noch einmal in den Untergang gehen. Speichern abgeschlossen. Okay, so. Was? Was? Schwangerei. Moment. Okay. Ah, da ist es. Bombs. Aber ich hätte jetzt gedacht, ich kann meinen Bogen noch einmal verbessern. Aber nö. So, das brauche ich nochmal schnell. Dann gebe ich hier mal hoch. Ich glaube, hier oben können wir auch noch was tun. Bombs, Bombs. Genau, Bombs machen. Okay, so. Jetzt mal schauen, was wir hier drüben noch alles empfinden tun. Okay, ich glaube, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Parts am Stück aufgenommen. Okay, hier ist Mai Mai. Holen wir vielleicht noch zuerst mal hier in die Höhle. Ah! Cool, noch zwei weitere Herzcontainer. Sehr schön. So, jetzt können wir noch das schöne Mai Mai holen. Was das eigentlich jetzt gerade nicht so lohnt. Dann bin ich wieder unten und dann muss ich nochmal in die Kirche und dann muss ich wieder raus und wieder rein. Aber egal, wir machen es. Wir machen es alles für die Mai Mais, die sich verehrt haben und auf uns warten, weiterzukommen in ihrem Leben. Der... Aua! Kondome! Okay. So. Wir gehen weiter hinein. Aber warum mussten wir das Licht anzünden? Wascha. Was macht er jetzt? Redet er schon wieder mit... Das Licht angemacht. Ja, geh mal zu. Hallo? Danke. Okay, ja, er erzählt einfach jedes Mal wieder das Gleiche. Muss auch spannend sein. Oh, danke für das Licht. Ich kann meinen Dialog wieder mal sagen. Also die Musik ist klasse. Oh, hallo. So, Moment. Gehen wir natürlich zum richtigen Stein und das ist der hier. Bums! Okay, da hinten, da drin sind sehr starke Monster. Wow, einen ganzen Rubin. Boah. Heftig. Moment. Ah, okay. Das Rätsel wurde gelöst. Oh Gott, nein. Warum nur? Ich sehe dein Auge! Oh, Schlüssel! Ja, cool. Was soll ich? Ah, okay, ich muss noch oben. Was zum Teufel? Au! Sie haben sich vereinigt. Wow, aber sie haben aufgestockt auf 5 Rubine. Krasse Leute. Mann, so viele Viecher hier. Wow, wow. Okay, er gab's nichts mehr zu holen. Es gibt keine Flammen mehr, das finde ich schade. Anzünden, werde man dementsprechend etwas sehen. Hey, da brauchen wir Schlüssel. Hier haben wir Geld. Nein, nicht runterfallen. Jetzt fängt das wieder an. Die Steuerung. Hui. Ja. Und? 20 Rubine, wo ist denn der Schlüssel? Bin ich jetzt hier entlang? Okay. Wir haben den verschlossenen Schlüssel. Verschlossenen Schlüssel? Okay, wir könnten auf jeden Fall verschlossene Türe mit diesem verschlossenen Schlüssel aufmachen. Yay. Okay, so. Dann machen wir das auch. Wir gehen rein. Okay, da waren die Geister. Oh, da waren die Geister. Nicht mehr. Kommt her. Kommt her. Come on, buddy. Jetzt kommen nur 2. Fies! Nein! Stirbt! Genau!
Oh, die Tür wird behelligt. Okay, so. Mal schauen, welches Zelt das nächste sein wird. Ich glaube, ich nehme den hier. Okay, in Lorule ist es der rechte und in Hyrule ist es der linke. Alles klar. Merke ich mir, obwohl ich das Spiel jetzt schon zum zweiten Mal durchspiele. Yay! Und es ist das Masterschwert Bussi. Ah, sehr schön. Ich glaube, das andere Zeug müssen wir nicht holen, oder? Ach, wir versuchen es doch. Wenn wir schon hier sind, lass mal warten, bis wir alle Energie aufgesammelt haben. So. Denn der Weg ist weit, den wir gehen müssen. Der Weg ist weit, wo wir nicht durchkommen. Okay, so. Wir haben das Masterschwert. Mastererz ergattert. Bombs, 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 Bombs. Jetzt bomben wir noch mehr. Okay, so, Moment. Ich muss das Schmied finden. Wo bist du, Schmied? Oh mein Gott, das ist alles auf einer fucking Insel. Ich hasse euch. Da müsste ich vielleicht mal ein bisschen Ausschau halten. Ob es hier noch mehr gibt, was wir noch erkunden können. Außer das, wo wir gerade gesehen haben. Zum Beispiel hier unten passiert keine Wasser. Dass wir ein Herz verlieren. Okay, so, Moment. Da oben. Okay, ich hätte gedacht, das sieht jetzt ein bisschen verdächtig aus, aber nö, da war nichts. Was zum Teufel? Okay, da oben war der... War das im Friedhof, wo wir ihn gerade gemacht haben? Was haben wir da unten? Ah, eine Schatzkiste. Oh Gott, ich hasse es. Kommt her! Was? Ihr lebt noch, Schweinerei. Aber sie sehen schlecht, auf jeden Fall. Irgendwo hier. Okay, ich hätte schon gedacht, das ist Maimai drin. Das wäre ein bisschen komisch. Aber oh, Sachen gibt's. Oh, wie der nervt. Die geben mir so auf den Sack. Oh, Moment, ich habe letztes Mal ausgefunden. So, du hast jetzt kein Schild mehr. Oh, komm her. Ah, so macht man das. Komm raus. Okay, so. Ich glaube, da haben wir jetzt alles angeschaut, was wir anschauen können. Ins Wasser plumpsen können wir, glaube ich, nicht. Oder? Da mal nicht, da auch nicht. Oh, hallo. Eine Biene. Okay, so. Ich glaube, da haben wir alles gemacht. Und, ach so, wir wollten ja zum Schmied. Moment. Nein. Ja. Okay. Wir können ja noch mal... Was soll das? Och, meine Güte, geht das nicht mehr? Nein, da gibt's doch nicht. Muss ich hier weg? Warum geht das nicht? Warum kann ich nicht porten? Das wäre gemein. Geht das hier? Ah, da ging gleich. Okay, Haus des Wissens. Heras Turm. Imbiss mit Kakariko Kirsche. Doresberg. Dein Haus. Was denn, du verschöpft, dann lass die Jut von Oma einen Trank zubereiten. Ich könnte dir gleich bei dir empfehlen. Ja. Könnten wir vielleicht für den Endkampf einmal versuchen zu holen? Vielleicht. Okay, so, wir müssen jetzt nach Lorule gehen und dort zum unserem heißgeliebten Schmiede kommen, damit er uns unser Schwert verbessert. Und der sollte, glaube ich, irgendwo hier sein. Schmied! Achso, Moment, der ist hier drunten. Ja, ah, so, haben wir dich. Schon 54 von den Viechern. Was haben wir hier? Schönes? Doch. Viechern, ja. Oh mein Gott, da ist das Schloss. Nein, ich will nicht hier ran. Geh weg, weg. Will nicht da rein. Wo ist der Schmied? Ah, Schmied. Sehr schön. Da werfen sie schon mit Bomben. Hallo. Heute bin ich in der richtigen Stimmung für ein Meisterwerk. Aber mir fehlt das Mastererz. Ohne Mastererz kann ich dein Schwert nicht. Oh. Oh.
Oh, du hast ja welches, das ist es. Genau das. Mit so viel Masters kann ich dein Schwert zum Besten auf der ganzen Welt machen. Was sagst du? Willst du es mir vertrauen? In der Pizza. Stell doch nicht so rum. Ich habe wieder einen richtigen Auftrag. Machen wir das Schwert zum Stärksten dieser Welt. Auf ins Werk, euer Captain! Trinkt aus, Piraten. Trinkt aus, Schmieden. Joho! Ich habe mich lange nicht mehr so voll an die gefühlt. Jetzt kannst du mal die Nummer 1 aller Schmiede in Ruhe bei der Arbeit bewundern. Okay. Let's do this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, was sagst du, Kleiner? Das Masterschwert wurde verbessert. Jetzt ist es ein wahres Helden würdig. Na, jetzt siehst du, warum ich die Nummer 1 bin, oder? Das hier ist das stärkste aller Schwerter. Jetzt kannst du es mit jedem aufnehmen. Yes, we can, I can. Nach langer Zeit endlich wieder ein Werk, auf das ich stolz sein kann. Ich danke dir. Bitteschön, an die Arbeit. Okay, so, wir haben ein schönes Masterschwert. Wir haben jetzt auf der höchsten Stufe. Jetzt gibt es aber sehr wahrscheinlich noch ein Kleid, also ein Gewand, was noch stärker ist als das Blaue. Ich glaube, das Rote sollte das sein. Und ich werde mal versuchen, sicher noch das Gewand noch zu finden. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich dann anfangen soll. Denn alle Dungeons haben wir durchgeackert und wir haben nichts gefunden. Ja, ich stehe jetzt gerade ein bisschen in der Ecke, weil der andere böse Mann da unten ist. So, ich würde mal sagen, ich schaue es vielleicht mal im Internet mal nach, was wir so nur machen können, wo vielleicht spannend ist. Nicht die Maimais oder so. Maimais ist halt so eine Sache. Okay, es ist ein schönes Feature, was sie noch eingebaut haben, aber es ist dementsprechend ein bisschen mühsam. So, ich würde mal sagen, das ist mal genug für heute. 2 Stunden The Legend of Zelda, mein Stück ist genug. Und ja, nächstes Mal werden wir sicher noch versuchen, das letzte Gewand noch an uns zu reißen. Und ach so ist das. Moment. Ich will nicht da rein. Oh, danke. Status wollte ich. So. Das hier ist vielleicht das Abzeichen von dem anderen. Ah, ja, jetzt habe ich's. Okay. Also es gibt sicher noch ein besseres Gewand, habe ich das Gefühl. Und ich würde das am liebsten auch haben. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht nicht im Schloss Lorule, sondern an einem anderen gewissen Punkt. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.